So, neue Folge, neues Wahnsinnsglück in The Ratchet & Clank 3 Front. Wir spielen immer noch das beste Spiel, das es jemals gab und jemals geben wird. Ja, auch mit seinem Flaws. Dazu muss man ja auch sagen, ich meine, das habe ich ja auch, glaube ich, schon in der ersten Folge mit Ariel ein bisschen durchbesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Man merkt im Spiel komplett seine Flaws an, aber... Jesus fucking Christ, das Spiel ist mir eben... Das ist das Spiel, das ich aus der Reihe grundsätzlich mit am meisten und längsten gespielt habe. Wir werden übrigens jetzt noch nicht den Storyweg gehen. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz das hier und holen uns was Nützliches. Und zwar diesen Bolt-Kaputtmach-Ding. Lol, was da alles zerstört. Diesen Kistenbrecher heißt er, glaube ich. Dann kann man nämlich einfach alles schön... eine Reihe komplett kaputt machen. Ist halt schon geil. Bro, okay. Geht kaputt. Wie die Hitbox da nicht mitmacht, weil das als irgendwie Ausweichen oder sonstiges... ja, nimmt. ETF? So, guck mal, dankeschön. Oh Leute, da war eine Boltkiste. Eine doppelte. Hier gibt's, by the way, einen richtig ekligen versteckten Goldbolt. Also wirklich richtig eklig versteckt. Und zwar, ich glaube, das ist hier. Wir werden erstmal kurz noch die Gegner hier besiegen. Damit auch die mal aufgelevelt wird. Halten die jetzt viel. Die halten jetzt schon deutlich mehr aus. Und zwar hier. Ich hätte mich jetzt so verarscht gefühlt, wäre das jetzt nicht hier hinten gewesen, ne? Ich war mir so zu 100% sicher, dass das da hinten war und das Spiel so... Oh, nö. Ist nicht hier. Fick dich einfach, wirklich. So. Die snappern wir mal schön weg. Ich merke aber auch wieder, und das haben wir, glaube ich, eh vor zwei Folgen, vor allem ich glaube, sage ich auch noch, weil ich rede so, als wäre das nicht gerade für mich zwei Stunden gerade her, weil das ist eine gesamte Aufnahmesession, die ich nämlich jetzt gerade mache. Oh, komm, die ballern wir jetzt mal gleich alle weg. Komm, geh mal. Jawohl. Oh, lol. Holy shit. Als wäre das nicht zwei Stunden her, als ich das gesagt habe. Au. Ich frage mich gerade, ob die Waffe deutlich... Nee, macht sie nicht. Die Waffe mehr Damage gemacht hätte, wenn man mehrere Gegner anvisiert, basically. Wäre eigentlich inhärent eine coole Mechanik, aber ja, wahrscheinlich zu aufwendig für die Technik von der PlayStation 2. Dass ich ja vorhin darüber geredet habe, mir fallen keine Themen ein und alles drum und dran. Ich glaube, letzte Folge war sowieso relativ langweilig dadurch, weil ich, glaube ich, wenig geschlabbert habe. I don't know, keine Ahnung. Bin kaputt. Danke. Aber es hat dann auch immer wieder diese Selbstwahrnehmung, die man dann auch entsprechend hat. Und das wird wahrscheinlich eh nicht so sein. Ich werde wahrscheinlich eh ein relativ gutes Plappermaul gewesen sein. Gewesen tuten. Oh ja. So. Nehmen wir mal nicht verloren. Liegt hier noch irgendwo Bolz rum? Nö. Obwohl, nee, ich nehme dich her. Ah, die hatten. Drei! Hab ich das jetzt. Nee, okay.
Yep. So. Direkt mal Level 2 bekommen, nice. Ey, es tut mir wahnsinnig leid, dass ich teilweise meine Nase gerade hochziehe, ne? Ich nehme gerade nur durchgehend auf und irgendwie, wahrscheinlich tut mir das durchgehende Reden nicht gut. Oder weil ich halt durchgehend sitze. Ist auch unpraktisch. Ich müsste mal austesten. Ich habe hier einen Tisch, den kannst du hoch runterfahren. Nutze ich aber dafür viel zu selten. Ich habe mir den extra dafür gekauft, dass ich halt einen Schnitt oder sonstiges halt einfach stehen kann. Ich nutze das dafür viel zu selten. Müsste ich aber eigentlich mal, weil dann habe ich wahrscheinlich wieder einen gesünderen Rücken. Gesünderen. Gesund. Jawohl. Ah, die levelt dann auch ganz gut mit. So, wir haben jetzt gleich das Ding. Dann geht's wieder mit ein bisschen Story weiter. Yo. Obwohl, warte mal. Wir holen erstmal das Ding und machen dann die Kisten kaputt, weil es lohnt sich. Das rentiert sich, ich sag's euch. Guck mal kaputt hier, bitte. Nein, Ratchet. Oh, ich dachte mir gerade schon. Holy fucking shit. Da ist nur Bolt Greifer. Nee, doch, das ist auch gleichzeitig. Ah, sehr gut. Also Magnet und Kistenzertrümmerer. Nice. Das ist fucking hilfreich. Ist immer so das nützlichste Tool in einem Ratchet & Clank Spiel. Um relativ schnell Flow die Dingens zu bekommen, die. Ja, sag schon. Die kaputt. Ohne viel Effizienz hinnehmen zu müssen, um die Kisten zu zerstören. Wir wollten diesen Dschungelblödsinn doch vergessen. Es war Paarungszeit. Wie sollte ich wissen, dass sie deine Schwester ist? Ja. Wie lange seid ihr beiden denn schon hier? Zu lang. Tja, gute Banane. Dann Schluss mit der Trödelei und an die Arbeit. Mit diesem Shuttle infiltrieren wir unbemerkt den Sternenkreuzer. Einmal an Bord suchen wir Nefarius und bringen's zu Ende. Seid ihr bereit? Na, warte. Den Penis hier machen wir noch kaputt. So. Ich glaube, wir können uns jetzt auch. Oh, ich warte mal. Was? Warte mal, was es auf dem nächsten Planeten für eine neue Waffe gibt. Nein, danke. Ich möchte ganz gern heil ankommen. Wegtreten, Soldat. Ich bin immer noch dein Captain. Captain am Arsch. Boi, oi, 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 oi. Nicht auf die Steuerknüppel. Es ist so still. Gar nicht gut. Wieder einmal hat mein glänzender Plan den Gegner völlig überrumpelt. Zur Rüstung kaufen oder sonstiges. Nachricht empfangen. Was, Clank? Nichts. Wir trennen uns durch klingt, das Schiff. Aber denk dran, Nefarius gehört mir. So komplett anders. Zuerst finden. Komm, Clank. Jetzt muss er fürs Geld bezahlen. Herrlich. So. Anscheinend es gibt jetzt einfach tot. Weil wie würdest du denn einen Roboter, der schon robotert wurde, wieder entrobotern. Ich habe keine Muni mehr. Warum das nicht? Ja, könnte ich theoretisch kaufen, aber ich spare glaube ich wirklich auf die Dingens, weil die wird glaube ich 200.000 oder so kosten, die Rüstung. Warum sind die eigentlich Schiffe von den Tyrannoiden? Das macht Sinn, weil Nefarius die gemacht hat, aber irgendwie. I don't know.
Objekt umplatziert. Weil die Brees hier nutzen nämlich andere Schiffe. Also diese Robotypen, die wir hier gerade die ganze Zeit bekämpfen. Seit der Hex. So hilfreich, ne? Wir kriegen jetzt mittlerweile so viele Balls in den Arsch geschissen, das ist so geil. Es ist einfach famos. Ich würde euch, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und das ist sowieso ein Thema, das ich jetzt eigentlich auch mal gerne grundlegend, weil wir das jetzt mal, weil wir die ganze Reihe so mal durchgehen. Also mit Gameplay vor allem. Und ich einfach nur drüber quatsche wie in einem klassischen Let's Play. Würde ich euch mal die Videos, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Was mich verwundern würde, weil die Leute, die Ratchet & Clank jetzt immer noch kennen und spielen grundsätzlich, kennen eigentlich die Videos von Goldenbolt heißt er, ne? Ja doch, Goldenbolt. Take Goldenbolt, Entschuldigung. So artikelte und dann Goldenbolt wie aus dem ersten Teil. Würde ich seine Essay-Reihe über, ich glaube, er macht da alle Titel, glaube ich. Auch die PS3. Wie sagt man? Die quasi Spin-Offs. Behandelt er nämlich. Und das ist Wahnsinn. Und das ist jetzt dann auch gleich ein Thema, auf das ich hinkommen würde, nur noch halt dann in dem Ausmaß, aber wir schauen erstmal die Cutscene. Immer herein, die Herren. Wir haben sie schon erwartet. Das Gesindel ist da, Sir. So nenne ich meine Kunden auch immer. Quark. Sie haben etwas zugelegt seit dem letzten Mal. Ach ja, Courtney Gears schien das nichts auszumachen. Darum bin ich ja so froh, Janet. Fühlst du's? Mein Herz klopft wie wild in meiner Brust. Oh, das ist für mich das Beste am Tag. Ich werde das letzte Wort haben. Ich habe euch hergelockt, um euren Tod mitzuerleben. Selbstzerstörung eingeleitet. Zeit zu sterben. Time to die. Lawrence, teleportier uns hier raus. Natürlich, Sir. Lawrence? Das ist nicht lustig, Lawrence. Das ist noch nicht lustig. Worauf wartest du noch? Aber das jetzt. Jeden Moment in die Luft. Ich glaube, ich habe was Wichtiges entdeckt. Ich kann es nicht hier lassen. Wir treffen uns gleich am Shuttle. Schon sehr sass. Ich mag aber die grundsätzliche, ich meine, die wird halt komplett nur angedeutet. Aber das finde ich cool, diese, wie sagt man, dass Quark und Nefarious eine gemeinsame Vergangenheit hatten und die werden wir jetzt auch gleich erleben, wenn wir die, könnt ihr bitte verrecken. Danke. Okay. Die werden wir gleich miterleben, wenn wir die Witcomics gleich noch spielen. Ich schaue jetzt gerade nur. Sehen wir mal, down sind. So. Wenn wir die Witcomics sehen, dass da eine Hintergrundstory mit hängt. Und das ist richtig cool. Ob die jetzt wirklich so stattgefunden hat, das werden wir dann sehen, aber... Schön für ihn. Warte! Schön für ihn, Bub. So ein Vertrauen könnte mir Ariel mal schenken. Wenn wir mal auf einem zerstörten Schiff sind und er noch was Dringendes holen muss, keine Ahnung, Packung Kondome oder sonstiges, weil er endlich Sex hat,
I don't know. Es tut mir so leid. Und ich schon mal zum Schiff vorrenne und dann auch einfach drücke. Ja gut, Zeit hatte er. Es explodiert gleich alles. Piep, einfach auf den Knopf gedrückt und weg mit mir. Ah, ich bin so ein guter Freund. Wir alle sind froh, dass ihr gesund zurück seid. Hast du bemerkt, ob noch jemand anderes den Kreuzer verlassen hat? Eine Rettungskapsel oder ein Shuttle? Irgendwas? Tut mir leid, Ratchet. Wir haben alles über Funk verfolgt. Du hattest keine Wahl. Captain Quark starb als Held. Manchmal haben wir bis früh morgens im Fitnessstudio herumgezollt. Geil. Captain Quark hatte so viele gute Eigenschaften. Wer erinnert sich nicht? Zum Beispiel? Er war wirklich groß und hatte einen einzigartigen Geschmack und ein echt großes Kinn, das sah aus wie irgendwie, wie ein Hintern. Jetzt... Nussförmig, würde man sagen. Ich habe es gerade erfahren. Ich wollte dem Team mein Beileid ausdrücken. Quarks Tod ist eine wahre Tragödie. Der Mann war ein Held. Tapfer, aufrecht, freundlich und so bescheiden. So ein Haufen Blöd. Captain Quark mag fort sein, doch sein unbeugsamer Heldenmut lebt in euch weiter. Das Q-Team wird unseren toten Captain mit... Am Englisch noch nochmal cooler. Weitermachen, Männer. Aber hier funktioniert es wenigstens besser, da ist kein... keine Einblendung, dass das gepiepst wird oder so. Hier, nimm es während seinem Sinn. Danke, Al. Vielleicht gibt es uns einen Hinweis, was Nefarius als nächstes plant. So traurig. Wir schauen jetzt erstmal ganz kurz, ob es, müsste es ja eigentlich, eine neue Rüstung gibt. 250.000. Wäre ja leistbar. Würde ich jetzt mal so meinen. Dann kaufen wir keine neuen Waffen gerade, sondern sparen uns das hier drauf. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz... Ich kann ja mal kurz schauen, was haben wir denn jetzt hier. Wir haben Klempner und wir haben Erl, ne? Ich weiß, dass wir noch eine Trophäe bekommen im... einen Kampagnenmodus hier in der Story. Na, schaut mal hier, Skit. Du Lackaffe, du. Ihr schaut. Ja, ein cooles Robo-Design. Ist eine coole Umsetzung davon. Wie sagt man? Doch im Story-Modus, dass man dort, wenn man die ganzen Dingens da macht. Zum Spielen vorher Spiel beenden. Also, vorherige Spiel beenden, das wäre so. Mir entfallen immer die Wörter, das ist richtig schlimm. Autismus kickt hart. Quark Videospiel Episode 2. Angriff der Amöben. Ihr wisst schon, was ich meine. die das Spiel gespielt haben. Dass man halt für diese Schutztruppen Mission, diese separaten, dass man dann noch eine Medaille bekommt, einen Pokal. Laboratorien eines Wissenschaftlers namens Dr. Nefarius. Stell dir vor, sie nennen mich verrückt, Lawrence. Wir werden sehen, wer verrückt ist, wenn meine Geschöpfe alles Leben auf diesem Planeten ausgelöscht haben. Ja, das sollte einiges klarstellen, Sir. Als Captain Quark den Amöbo... Wie cool diese Panels aussehen, Entschuldigung, aber dafür, dass das Spiel so gewascht wurde, hat das so coole Sachen drin. Quark versuchte etwas Zeit zu gewinnen, während er die Rettung der Stadt koordinierte, und zwar von der Damentoilette aus, der bei Max Space. Max Space. Also, wo waren wir? Von Anfang an wusste ich, dass ein direkter Angriff nötig war. Ohne zu zögern, machte ich mich auf zum heldenhaften Kampf gegen die Amöbenmonster. Oh, guck, meine Brille ist dreckig.
nicen Stein. Oh, die Musik. Oh, das wird huge schlimm. Bin ich early. So richtig goofy. Love it. Hier kriegen wir, glaube ich, gleich einen Flammenwerfer, wenn ich mich richtig erinnere. Bam, bam, bam. Bim, bam, bum. Bam, bim, bum, bam. Bim, bim, bum. Will ich nochmal schnell schauen, ob hier irgendwo noch so ein Blitzerstück ist, das wir eventuell brauchen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Schade, schade, Schokolade. Ist irgendwo noch eine geheime Tür, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, Hallöchen. Ich freue mich ja schon, wenn wir beim letzten Witgame-Comic sind. Okay, hier ist keins. Weil da diese Glitzerstücke zu holen, ich weiß nicht, ob ich das beim ersten Mal schaffe. Ich hab mir dazu immer einen Guide angeschaut, weil ich wirklich hardcore dumm bin, die zu suchen. Ich meine, die folgen einem bestimmten Pfad grundsätzlich, aber Gott, ey, es ist schon schwer. Bei Sachen, wo ich mir einen Guide anschaue, da kann ich mir das im Nachhinein nicht merken. So, weil ich jetzt vorhin natürlich noch über was anderes geschwafelt hatte, und zwar über The Golden Bolt. Ich will seit Jahren, und das hatte ich eigentlich schon damals vor, als die Reihe ihr 20-Jähriges hatte, das wird sich halt wieder aufschieben und alles drum und dran, ich will eine eigene grundsätzliche Essay-Reihe machen über quasi ein Leben oder Nostalgie mit Ratchet & Clank, basically. So grundsätzlich, was ist mein Empfinden pro Spiel? Das gehe ich dann auch tatsächlich Level für Level durch, wann ich das gespielt habe. Und halt so, wie gesagt, was ich vorhin gerade gesagt hatte, so mein generelles Empfinden mit dieser Videospielreihe. Und ich habe dazu noch kein Skript geschrieben oder sonstiges, das überhaupt nicht. Aber ich werde da in der Zukunft irgendwann wahnsinnig drauf Lust haben. Das kann ich definitiv schon mal versprechen. Also auch wirklich versprechen. Ich werde das irgendwann mal machen, weil das, wie gesagt, meine Lieblingsspielerei auf Alltime. Mit ihrem Flaws und allem drum und dran. Ja. Okay, ist nix. Fuck, ich hab noch ein Leben. Ich hoffe, ich habe jetzt kein Glitzerstück vergessen. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm. Nicht early. Fuck! Halt dich doch da. Ach man, warum hast du keinen Wandsprung-Quark? Bullshit. Ach, der hat die auch, die ich schon angesammelt habe, gespeichert. Das ist cool. Hier kann man aber relativ gut durchhasseln, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist ganz cool. Ich mach erstmal dich weg und dann dich. Das war, glaube ich, die bessere Strat dafür. So, das Level ist eh gleich beendet. Ich hoffe, 5 Stück. Ich glaube, das geht sich aus. Ich glaube, es gibt noch ein Dingens mit. Ah, hier gibt es noch irgendwo einen Lebenspunkt, den ich vergessen habe, glaube ich. Ja. Gut. Genau. Muss ich jetzt gerade nicht auswendig. 10.000? Oh, maybe? Vielleicht kriegen wir sogar die Rüstung noch in der Folge. Je nachdem, wie viel Bolts die weiteren Wit-Comics geben. City zurückziehen. Wir werden uns wiedersehen.
Ich werde Rache nehmen. Und wenn es 1000 Jahre dauern sollte. Mit einem hatte Dr. Nefarius recht. Er würde Quark wieder treffen. Das früher, als er gedacht hätte. Denn ein wahrer Held wie Captain Quark liefert alles im Namen der Gerechtigkeit. Ein Arsch. Was? Ui. Habt ihr Luft angehalten? Was ein Süßi. So, direkt Level 3. Let's go. Diese Stille vor dem Einbruch. Großartig. Sechs Tage lang klebte Captain Quark am Schiff wie der Kot eines großen grünen Weltraumvogels. Endlich erreichte das Schiff sein Ziel. Ein geheimes Robolabor auf dem Planeten Magnus. Mit Hilfe seiner unglaublichen Tarnungskünste schlich sich Quark vollkommen unbemerkt in das Labor ein. Hat jemand Pizza bestellt? Quarks Plan. Es klingt so, als würde Ariel eine Frau sprechen. Oh. Dass er auf Schritt und Tritt beobachtet wurde. Die ist nur hübscher. Captain Quark kann doch unmöglich so dumm sein. Oder doch? Selbst ein hat er da ein Lätzchen dran? In bestimmten Bereichen Erfolg haben, Sir. Wie auf dem Gebiet der irren Erfindungen. Soll ich ihn auslöschen lassen, dann? Lass ihn ruhig kommen. Ich werde ihm einen netten Empfang bereiten. Also wenn das ein OG-Design sein sollte, ne, bin ich ehrlich, ich bin sehr froh, dass er basically verreckt ist. Und jetzt ein Roboter-Design hat. Das sieht deutlich cooler aus. So, das Level ist richtiger Mumpitz. Also ich glaube, das ist mein least favorite von all den Quark. Nicht hoch, nee, von den all den Quark-Leveln. Weil das ist nur nerviges, keine Ahnung, auf einmal kommt da... Okay, das war nur dumm. Ist nur nerviges Gegner. Kommen, was ich von 5000 Seiten gefühlt. Oder die Stellen hier. Ah. Auf mich zu zerbomben. So, passt. Let's go. So was. Ja, wusste ich's doch. Es müsste ja hier irgendwo grundsätzlich noch eins dieser Lebensdinger geben. Ich hab nur keine Ahnung. Die sind... Ich glaube, ich habe hier gerade verschissen. Kann das sein? Bin mir gerade unsicher. Der ist down. Gut. Soundtrack hiervon ist so gut. I love it. Das wird jetzt kritisch. Ja, obwohl das ist sehr gut. Weil ich habe genau die zwei Stück da vergessen. Kurz konzentrieren, weil... Oh Gott! Nein, meine Nase juckt! Ja, let's go. Das war's? Was ist das für ein Bild? Hör auf dir an den Achseln zu riechen, Boy. Es gibt aber pro Level, das weiß ich noch so ein Health Pack, das man sich holen kann.
Im nächsten Level sind die relativ gut versteckt. Ich weiß aber nicht mehr, wo die in den ersten zwei Level sind. Ah, komm, siehst du, das kriegen wir, glaube ich, locker easy. Jetzt haben wir 40.000. Da müssen wir ja beim nächsten irgendwie, keine Ahnung, auch mindestens 10.000 bekommen wahrscheinlich. Es ist vorbei, dann kriegen wir schon die Rüstung. Ey, Videospiele spielen und belohnt werden. Einfach echtes Geld bekommen, ist doch auch geil. Dass ich nicht lache. Streber wie dich habe ich schon in der Schule zusammengeschlagen. Deine erste Freundin kam bestimmt aus einer Kiste auf der Stadt. Batterien nicht enthalten. Aber ich glaube... Wir sind uns schon mal begegnet, oder? Nein, ich meine, nein, bestimmt nicht. Neunte Klasse, Biologie bei Mr. Moselle. Ich habe Biologie immer gehasst. Genau, du warst der Typ... Wie das aussieht, was ist das? Lacht ein bisschen wie Tadeus. Wie wär's mit einer Kopfnuss zur Feier des Tages? Wir können davon ausgehen, dass Dr. Nefarius uns nicht mehr behelligen wird. Dies sollte gebührend gefeiert werden. Doch die Gefahr war noch nicht vorüber. Mit seinem Sieg über eine Gefahr für die Galaxie hatte Quark ein weiteres, noch größeres Übel geschaffen. Und er hat ihn cool gemacht. Also legit cool gemacht. Also so cool könnt nicht mal ihr sein. Wirklich. Episode das ist laut, aua. Täglich grüßt das Deja Q. Ich lieb den Sprecher. Dr. Nefarius auf Magmos. Kehrte Quark in seine Wohnung in Metropolis zurück, um sich etwas auszuruhen. Oh, Lance, ich muss es dir jetzt sagen. Das Kind, es ist nicht von dir. Was? Wer? Wer ist der Vater? Oh, dein böser Zwillingsbruder, Engelbert. Aber Janice, ich bin Engelbert. Ah, das ist bestimmt meine Pizza. Guten Tag, Captain Wampe. Ah, Helga! Was machst du denn hier? Ich sorg dafür, dass du dich bewegst. Du bist aufgedunst wie eine große Bratwurst. Zeit für ein Fitnessprogramm. Let's go. Na gut. Währenddessen auf einem Dach hoch über den Straßen von Metropolis. Die Zeit für meine Rache ist gekommen. Geht nun, meine Robodiener. Nehmt die Stadt auseinander. Springt mir den Kopf von Captain Quark. Metropolis ist auch so eine... Ist wie ein bisschen wie New York. So eine Stadt, wo durchgehend was passiert, ne? Auch ein geiler Soundtrack hier gerade. Dum, 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 dum. So, hier weiß ich aber tatsächlich, wo dieses Verstecktere, nenne ich es jetzt mal. Dieses Verstecktere... Hilf-Ding, Hilf-Upgrade ist. Digga, hä? Was? Hab ich jetzt nicht verstanden, aber okay. Springt. Er ist einfach nicht von der anderen Wand abgesprungen. Hui! Das Fenster hier auf, du. Du Hupfdohle. Mach dich ab, du Vogel. Es gibt eine Anzeige wegen Beleidigung. Hier in Metropolis so, so funktioniert. Mal gucken. So, warum? Kann ich das direkt so machen? Ah, okay. Sicherheitshalber. Bevor nochmal so ein Schwachsinn passiert. Oh Gott. So, ein bisschen konzentrieren. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, ein bisschen Concentrate-Modus. Ja, locker easy, ja. Kriegen wir wieder durch hier. So, wir gehen noch nicht hier hoch. Wir gehen als erstes hier die Basic-Strat. Wir gehen hier ein bisschen runter. Dann haben wir so ein 10er-Quark-Dingsbums-Ding ab. Ja, wow. So.
Jetzt muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Weil hier sind nämlich auch zwischendrin teilweise diese Glitzdinger. Ich schaue hier gerade so richtig lecker Schmecker auf meinem Bildschirm. Aua, was soll denn der Schwachsinn? Wie hast du mich getroffen? Ich hab geboxt. Wir sind hier auch relativ gut versteckt, meine ich. War ja wirklich nur eins? Ich meine, dass da... Ich meine, dass da mehr war. Das werden wir sehen. Das kann ich jetzt gerade nicht richtig in Erinnerung aufrufen. Digga, stirb. Ach nee, nicht die Dinger. Kann man irgendwie ein bisschen mehr cheesen, indem man halt des Öfteren einfach mal drauf schießt. So, jetzt will ich nochmal kurz gucken. Ist hier irgendwas? Nö. Weil die normalen Spots aus dem Level, die kenne ich noch, aber... Also Witcomic, weil ich die halt so gut es geht halt meistens eher skippe. Die sind mir meistens schleierhaft und gelegentlich rufe ich mir auch einfach dann Guide auf. Hier ist glaube ich jetzt noch so ein Mini-Boss-Ding, nenne ich es jetzt mal. Wollen wir da nicht immer unnötig warten? Ach du Scheißvieh. So, stirbt automatisch. Okay, auch interesting. Aber ich glaube, das scheint schon richtig zu sein. Das scheint schon richtig zu sein, was wir hier gerade machen. Also mit den Glitzdingern hier. Hier ist noch so ein 10er-Ding. Ja, nur noch 3 Stück. Dann müsste hier noch das... Oh Gott, ich dachte, ich sterbe. Dann müsste hier nur noch das Health-Ding sein und dann haben wir es eigentlich für das Level. Oh Gott. Wir machen nicht diesen. Ich glaube, das war weiter oben. Oder? Oh. Nee. Aha. Ja, Paul, der kennt doch seine... Secrets. Ich hab dich ohne Grund Dark Souls gespielt, Leute. Ah, verfickte Scheiße. Aha, Digga, hallo. Komm mal her. Und ab zum Nefarius-Boss-Fight. Das ist schon ein cooles Design, also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. So. Tschüss. Oh. Also einen Hit kann ich, glaube ich, rein sneaken. Ach Digga, ich spiele gerade ultra wack. Oh. Ja, oh. Ah, du Opfer! Jetzt muss ich mich konzentrieren. Richtig krass. Ach Digga, so eine Schwassen. Hätte ich noch ein Lee mehr gehabt. Ich wurde zweimal richtig dumm getroffen. Wieder da runterspringen wie so ein richtiger Videospielboss. Ich weiß aber noch, wie ich auch bei dem richtig hart meine Probleme hatte. Ach Digga, wie? Was hat der für eine Range mit dem Angriff? Das ist ja ultra nervig.
wie er sich wegportet, die doofe Sau. Amateur. Fortnite Dance. Quark wäre jemand, der würde vor allem den Trend nachgeben. Jetzt gebe die Toilette. Ich krieg wirklich nur 10.000. 8.000? Mein Gott sei Dank reicht das aus, aber ich hätte jetzt mit mehr gerechnet. Ja gut, ich habe mehr Zeit gebraucht, deswegen wahrscheinlich, ne? Das ist ja Schmu. Das ist ja Mumpitz. Das wirst du wissen. Was? Wie bitte, Kleiner? Was? Vorbei, Quark. Ich schwöre, eines Tages komme ich zurück, um dich zu zerstören. Und Metropolis in die Knie zu zwingen. Aha. Ein kleiner Rat. Nur nicht den Kopf verlieren. Wie gut aber auch die Sprecher jetzt im Laufe der letzten drei Spiele geworden sind, ne? Also die Gefahr für die Galaxie sei endlich abgewendet. Fehlen ein paar Seiten vom Text. Danke, Professor. Ich übernehme jetzt. So endet die größte Geschichte von Mut und Heldentum, die je erzählt wurde. Die wahre Geschichte von Captain Quarks Triumph über den bösen Superschurken Nefarius. Dr. Nefabio. Willst du Quarks Geheimkostüme nicht freispielen? Wartet, ich hab hier die Cheats. Mal sehen. Oben, unten, unten, links, rechts. Er schaut ja nicht mal zum Fernseher hin. Er trägt ein Ballettröckchen. Metropolis. Der hat gelacht wie Peter Griffin. Zuschlagen. Bist du sicher? Es leuchtet komplett ein. Vor Jahren wollte er Metropolis zerstören. Quark hielt ihn auf. Obwohl. Nefarius hat geschworen, dass er es eines Tages schaffen wird. Jetzt hat er seine Superwaffe und ist bereit loszuschlagen. Wir nehmen ich habe das herausgefunden aus einem Videospiel. Der Plot ist so weird. Es ist so dumm. Aber ich liebe es. Er ist schon sehr Kingdom Hearts-ig, nur irgendwie noch. Ja, nee, das stimmt damit nicht. Das ist einfach 2003 Story-Ding. Irgendwie. Das ist richtig dumm. So, Jungs und Mädels. Aua. Und divers. Das war's aber mit der Folge. Wir haben wieder richtig viel Spaß gemacht. Vor allem diesmal drei Folgen einfach mal alleine auch aufzunehmen. Yo, Bro, was ist mit dir? Ja, Gestik hier, Digga. Was wollt denn ihr jetzt hier? Ein bisschen Shisha-Tabak rauchen hier so auf die Pötte. Was für Schawups. Ja, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch aber jetzt wieder richtig geil gefallen. Bis zum nächsten Mal.